Herzlich willkommen beim Verband Energieerzeugender Gebäude, kurz VEEG. Ein Traumbegriff macht die Runde. Cloud. Stromspeichern in der Cloud. In München Strom produzieren, der Tochter in Berlin die Kilowattstunde zur Verfügung stellen. Das versprechen die Vertreiber dieser Form der Energiegewinnung, Speicherung und Verteilung. Was ist die Cloud? Bei mir ist Serdar von B&W Energy, der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat. Wir sind jetzt ins Internet gegangen und haben uns eine Seite angeguckt von einem Hersteller. Wie funktioniert das dann mit der Stromcloud? Ja, also grundsätzlich ist zu sagen, ist die Stromcloud so zu sehen, dass man den überschüssigen Strom aus dem Sommer heraus in den schlechteren Zeiten, wie im Winter zum Beispiel, verbrauchen kann. Dazu haben wir hier einfach mal die Seite von Sonnen aufgemacht. Und dann kann man unten weiter schauen, wenn man sich ein bisschen durch die Seite klickt, gibt es so unterschiedliche Modelle. Die eine Variante ist, wo über den Verbrauch gesprochen wird oder was halt insgesamt an jährlichem Bedarf da ist oder verbraucht werden muss oder soll. Das heißt, hier ist sozusagen mein Stromverbrauch, 4250, 5500. Genau, ja. Ne? Wenn wir jetzt einfach mal das Beispiel nehmen würden mit einem Haus, was im Jahr 5500 Kilowattstunden braucht, empfiehlt die Firma Sonnen, eine Photovoltaikanlage zu bauen mit 7,5 kW Peak Leistung oder 7500 Watt. Mhm. Oder auch ein Mindestertrag pro Jahr von 6000 Kilowattstunden. Das heißt, also, es orientiert sich natürlich auch ein bisschen nach Ausrichtung und nach Lage des Objektes. Zusätzlich empfiehlt oder erwartet oder möchte gerne die Firma Sonnen einen Mindestbau der Speicherkapazität von 10 Kilowattstunden haben. Erfüllt man das oder macht man das in der Linie, kann man in die sogenannte Sonnen Community Flat mit eintreten für 19,99 Euro im Monat. Das bedeutet, dass man den erzeugten Strom aus der Photovoltaikanlage und den Strom aus dem Batteriespeicher und der Strom, den dann die Community einbeliefert, nicht mehr sein darf wie die 5500 Kilowattstunden im Jahr. Das heißt, ich muss die Photovoltaikanlage bauen und ich muss mir einen Speicher von der Firma kaufen, um bei der Cloud mitmachen zu können. In dem Beispiel hier ja, ist das so, genau. Es gibt noch eine alternative Cloud, wo man keinen Batteriespeicher oder keine Photovoltaik hat. Das ist aber dann eher so, dass es letztendlich ein Stromtarif ist. Mhm. Gut, also ich habe jetzt 5500 Kilowattstunden hier. Mhm. So, ich habe eine Photovoltaikanlage, ich habe den Speicher. Was passiert jetzt? Ich speichere den überschüssigen Strom in die Cloud dann rein. Mehr oder weniger. Also es wird als virtuelles Großkraftwerk gesehen. Natürlich wird jetzt nicht extern irgendwo in einem Nebengebäude oder irgendwo anders ein Speicher gebaut, wo man den Strom mitnimmt, sondern das ist ein Strom, der dann quasi bilanziell im Jahr gerechnet wird. Das heißt, das, was man im Jahr produziert hat, wird einfach nur insgesamt verbraucht. Und hier wird einfach, in dem Beispiel wird vorausgesetzt, dass man halt nicht mehr wie 5500 Kilowattstunden im Jahr insgesamt braucht. Also inklusive Photovoltaik und Stromspeicher. Das heißt, in dem Modell ist es so, das, was ich produziere, das, was ich einspeise, das, was ich speichere, wird alles zusammengerechnet. Mhm. 5500 Kilowattstunden, mehr darf ich erst nicht mehr verbrauchen. Und wenn ich 1990 sozusagen im Monat dafür zahle, kriege ich sozusagen so viel Strom geliefert, dass ich dann praktisch mich aus dem Netz versorgen kann. Ja, für die 1999 ist es halt so, dass man halt nicht mehr wie 5500 kriegt. Wenn man aber durchaus, was man ja nie vorher beeinflussen kann, vielleicht mehr Verbrauch hat, wie vielleicht 6000 Kilowattstunden, dann werden die üblichen oder die restlichen 500 Kilowattstunden dann auch separat in Rechnung gestellt. Mhm. Dafür gibt es dann einen eigenen Stromtarif. Mhm. Ja? Ich muss also 6000 Kilowattstunden minimal erzeugen bei dem Modell. Genau. Die muss ich erzeugen, die muss ich speichern. Mhm. Der Überschuss geht ins Netz. Ja. Und dann kriege ich sozusagen so ein ausgewogenes Modell mit Belieferung, dass ich dann im Notfall eben auch im Rahmen dieser 6000 Kilowattstunden aus der Cloud was nehmen kann und nur die 1999 im Monat bezahle. Korrekt. 5500 Kilowattstunden. Genau. Okay. Ich muss also 6000 Kilowattstunden einspeichern. Zumindest eine Anlage haben Sie das erzeugt.
Die Anlage, die es erzeugt. Das ist die Voraussetzung. Muss es speichern, um dann 5500 Kilowattstunden verbrauchen zu dürfen. Richtig. Das ist das eine Modell. Der Verband Energieerzeugender Gebäude möchte auch Aufklärungsarbeit leisten. Zu dem Thema habe ich Stefan Korneck hier, zweiter Vorsitzender. Herr Korneck, gibt es eine Stromcloud wirklich? Das ist eine sehr interessante Frage, mit denen wir uns und auch ich persönlich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe und mich immer wieder gefragt habe, wo wird denn der Strom im Juli für den Dezember gespeichert? Ist es der Erdkern oder ist es tatsächlich die ominöse Wolke? Oder was steckt dahinter? Ist das ein Produkt, wo wir auch als Verband, aber auch aus unternehmerischer Sicht uns mit auseinandersetzen müssen und echte Alternativen zu unserem Kernziel Unabhängigkeit ist? Und ich kann es vorwegnehmen, die Antwort ist nein, es bringt uns nicht wirklich weiter, weil, und das kann man zumindest sehr, sehr verallgemeinern so sagen, während wir auf dem Weg sind und den Leuten das Thema Unabhängigkeit nahebringen wollen, echte Unabhängigkeit, ist mir eins immer wieder aufgefallen in diesen Cloud-Lösungen, da stecken eigentlich nur vertrieblich, Marketing, sehr intelligent und sehr innovativ gemachte Abhängigkeiten dahinter, die mich so ein bisschen stören oder die im Grunde im Widerspruch stehen zu dem, was wir eigentlich in Deutschland benötigen. Also es gibt keine Cloud? Es gibt keine wirkliche Cloud. Es wird nichts irgendwo gespeichert, was gerne in Prospekten oder auch in Webseiten suggeriert wird, dass man irgendwo Strom in den Hochzeiten der Erzeugung vorhält und dann speichert und später dem Kunden zurückgibt. Das ist in der Hinsicht technisch sowieso Blödsinn und ich glaube, so kann man es auch nennen. Es ist sogar ein Stück weit vom rein wirtschaftlich-ökonomischen ist es nicht wirklich nachvollziehbar. Es rechnen nur die wenigsten nach und wir haben es gemacht. Was ist denn dann diese Cloud, die angeboten wird in Wahrheit? Ja, es ist letztendlich ein sicherlich auch aus Sicht einiger Anbieter nachvollziehbarer Versuch, Menschen mit Unabhängigkeit zu locken und sie gleichzeitig in die Abhängigkeit zu bringen. Denn was passiert bei diesen Cloud-Lösungen, bei diesen Pauschallösungen? Man muss grundsätzlich, ich sag mal, einem Club beitreten oder einem Verband, nicht dem Verband der energieerzeugenden Gebäude, sondern einem Verband zum Beispiel der Energieanbieter oder auch mancher Speicheranbieter. Und da muss ich einen monatlichen Beitrag bezahlen und bekomme dafür eine limitierte, begrenzte Menge Strom geliefert. Zum Teil muss ich dafür sogar noch meine EEG-Vergütung opfern. Und das haben wir nachgerechnet und haben festgestellt, das ist ja überhaupt nicht notwendig. Ich kann, so wie wir es standardisiert auch für die Leute schon realisiert haben oder auch ich selbst mit gutem Beispiel da, glaube ich, vorangegangen bin, ich kaufe mir einfach oder installiere mir eine Photovoltaikanlage, eine gut dimensionierte Photovoltaikanlage, richtig dimensioniert, mit einem dazugehörigen Batteriespeicher, habe dann noch ein bisschen Reststrom und das haben wir alles ja schon schön darstellen können, dieses Verhältnis zwischen Überschuss im Sommer und Reststrom im Winter und siehe da, an diese Parameter kommt diese Cloud-Lösung gar nicht ran, weil ich diesen monatlichen Beitrag, bei manchen sind das 19,90 Euro, bei anderen noch mehr, bis 25, 30 Euro pro Monat, die ich da bezahlen muss, die im Grunde nichts anderes sind wie eine pauschale Stromgebühr. Aber wie ich schon sagte, marketingmäßig sehr gut versteckt oder auch visualisiert dargestellt werden als großes Unabhängigkeits- und Sorglospaket. Und mir fehlt da ein Stück weit die Ehrlichkeit und Transparenz, die wir in der Energiewende, glaube ich, auch brauchen. Also bei einigen Modellen muss man Geld bezahlen, damit man Strom hochladen kann, um es dann später wieder herunterladen zu können. Das ist doch letztlich wahrscheinlich nur ein Stromliefervertrag. Ja, natürlich ist es das. Ich kann es vielleicht noch ganz krasser ausdrücken. Kein Anbieter in dieser Art und Weise schenkt einem Kunden irgendeine Kilowattstunde Strom. Es wird nichts geschenkt. Das Gefühl entsteht natürlich. Und wir müssen natürlich zugeben, wir leben in Zeiten, wo Flatrates sehr gern gesehen und sehr gern gehört werden, ob das bei Handyverträgen ist oder in vielen anderen Bereichen, wo viele den Eindruck bekommen, Mensch, ich kann da verbrauchen, wie ich will und ich habe nur einmal diese Gebühr. Die wenigsten machen sich aber dann die Mühe zu sagen, ich rechne mal diese entsprechende Beitrags- oder Monatsgebühr mal hoch, setze das mal ins Verhältnis, was ich sonst bezahlen würde und dann würde nämlich herauskommen, da ist ja gar kein Vorteil mehr. Wir haben einmal nachgerechnet.
So, zu den Kosten. Nochmal mit Serdar von B&W Energy. Dem ist die Kinnlade ein bisschen verklebt, weil er gerade Gummibären gegessen hat. Jetzt haben wir ein Modell. Was kostet das? Wir haben hier die Firma Zenec mal genommen. Genau, hier ist ein zweites Beispiel von dem Hersteller. Hier als die Firma Zenec. Die geht an die Sache nochmal ein bisschen krasser dran. Auch hier ist das recht schwierig zu finden, wie die Tarife funktionieren oder wie der Tarif dahinter ist. Das Beispiel bei Zenec ist zum Beispiel, wenn wir mal ungefähr das gleiche nehmen wie bei Sonnen eben, ist das bei denen so, dass die eine freie Rückliefermenge von 5000 Kilowattstunden hier vereinbaren mit einem erwarteten Verbrauch von 10.000 Kilowattstunden man hat. Hier wird empfohlen, eine Photovoltaikanlage zu bauen, die 13 kW Peak groß ist. Und auch einen Batteriespeicher zu bauen, der 10 Kilowattstunden groß ist. In diesem Beispiel würde dann die monatliche Cloud-Gebühr 46,95 kosten. Und die Funktion hier ist so, dass man erwartet, dass man durch die Photovoltaikanlage einen Eigenverbrauch hat von ca. 50% inklusive des Speichers. Also deswegen erwartet 10.000 und Rückliefermenge 5.000. Und die 5.000 wiederum, die man dann im Winter zurückkriegen würde, müsste man aber über die Photovoltaikanlage im Jahr auch ins Netz einspeisen. Ohne Vergütung. Man kriegt also keine Einspeisevergütung dafür, man würde halt den Strom dafür zurückkriegen. Das heißt, in diesem Beispiel wäre es so, man hat seinen Strom, den ich dafür zurückkriege, also eine entgangene Einspeisevergütung, plus die rund 47 Euro Cloud-Gebühr. Gut, das rechnen wir mal aus. Wir haben ja auch einen Rechner im Rechner. So, das heißt, ich habe jetzt 5000 Kilowattstunden, die ich zurückbeziehen kann, ne? Ja. So, die kostet? Also die wären jetzt anzusetzen mit, ich sag mal, wenn man jetzt aktuell eine Photovoltaikanlage bauen würde, mit vielleicht mal rund 11 Cent entgangener Einspeisevergütung. Ja. Gut. Also es muss ich 5000 mal 0,11, ja. Dann hätte man jetzt 5000 mal. Also hätte man 550 Euro Einspeisevergütung, auf die man in diesem Augenblick verzichten würde, plus die rund 47 Euro mal 12 Monate. Also 550 können wir uns merken. Ja. Das heißt 47, wie viel waren das? 46,95. 46,95 mal 12 plus die 550? Plus die 550. So, das heißt, ich zahle 1.113,40 Euro kostet mich das? Für 5.000 Kilowattstunden. Jetzt müsste ich das durch 5.000 Kilowattstunden teilen. Ich meine, dann habe ich einen Kilowattstundenpreis. Dann hätte man den tatsächlichen Kilowattstundenpreis. 22 Cent. Genau. Also 22,2 Cent wäre dann als Kilowattstundenpreis anzusetzen, den ich für so Clouds bezahle. Der Nachteil ist ja noch an der ganzen Geschichte, ich habe ja noch die Investitionskosten der Photovoltaikanlage. Ich muss die Menge einspeisen, die habe ich ja selber gar nicht zur Verfügung. Ja, man ist halt bei so einem Cloud-System nicht wirklich frei. Also der Grundgedanke oder die Motivation dahinter, eine Photovoltaik und einen Speicher zu bauen, ist ja Eigenversorgung, Autarkie und Freiheit. Die hätte ich natürlich bei solchen Clouds nicht. Sondern ich bin sehr herstellerseitig und so eine Cloud ist auch aktuell nur herstellerseitig. Nichts gegen eine Cloud einzuwenden. Wenn wir es irgendwann mal schaffen würden, eine flächendeckende, herstellerunabhängige Cloud hinzukriegen, wäre das eine super Sache. Da wir aber noch sehr herstellerseitig sind und auch lastig, ist das eher mit Vorsicht zu genießen einfach. Ja, und wenn man weiter hier guckt, stellt man fest, dass wenn man drüber kommt, dann landet man bei 29 Cent. Das ist Kilowattstunde. Auch richtig. Also wenn man weniger Verbrauch oder einen Mehrverbrauch haben sollte, aber innerhalb der Einspeiseleistung bleibt, ne, so eine Photovoltaikanlage kann ja durchaus größer sein, als man eigentlich verbraucht hat, dann würde man tatsächlich nur rund 14 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, plus Einspeisevergütung, auf die ich nicht kriege. Sollte ich aber mehr Strom brauchen, als wie ich eigentlich in der Lage bin zu produzieren, weil vielleicht mein Dach nicht groß genug war, zahle ich doch tatsächlich 29 Cent per Kilowattstunde. Und dann ist von günstig nicht mehr zu sprechen. Das muss man ja wirklich sagen. Soweit zu den Preisen. Rechenmodell hin oder her, ist die Cloud, egal ob sie jetzt sozusagen virtuell ist oder ob sie sogar real existieren würde, nicht deshalb der falsche Weg, weil man sich ja wieder abhängig macht. Man macht einen Vertrag. Man würde, selbst wenn es saisonal gespeichert werden würde, was ja nicht der Fall ist, wieder jemand anders mit seiner fremden Infrastruktur nutzen. Geht es bei der Energiewende nicht darum, physikalisch selber wirklich autark zu werden?
Für den Kunden ja. Für bestimmte Vertriebsmodelle, für Energiekonzerne, nenne da als Beispiel mal E.ON, weil die einer der bekanntesten Cloud-Anbieter sind. Für die geht es doch nicht um die Ziele des Kunden. Die selber brauchen Kundschaft, die brauchen langfristige Verträge. Aber es ist natürlich so, dass da der Widerspruch zur eigentlichen Zielsetzung, die wir als Verband haben, Unabhängigkeit in den Vordergrund zu stellen, das ist ein ganz klarer Widerspruch. Die Herausforderung, die dann noch dazukommt, muss man ganz klar sagen, wer weiß denn, wie sich die Energieverbräuche und die Parameter in den kommenden Jahren verändert? Und diese Cloud-Parameter sind sehr, sehr oft auf die aktuellen Verbrauchsdimensionen zementiert. Und allein wenn wir uns das Thema Elektromobilität nehmen, dann wissen wir ja alle oder sind uns auch der Tatsache bewusst, dass dieser Bereich, das ganze Thema Energiewende oder auch Energieverbrauch im Haus ja komplett über den Haufen wirft und neu nahezu revolutioniert. Und genau da ist ja unser Ansatz zu sagen, flexibel bleiben, auf diese entsprechenden Situationen reagieren zu können. Und das ist mit abhängigen Cloud-Systemen, die mit festen Mengen ausgehen, ist das ganz, ganz schwer möglich. Mal abgesehen davon, dass uns in den nächsten Jahren noch eine ganz andere Revolution erwartet. Ein Detail bei den ganzen Cloud-Themen, das ist ja auch alles mengenmäßig begrenzt. Das ist ja, gibt ja keine Pauschal-Flat, wo man sagt, hier Cloud, kriegst du alles zurück. Das Ganze hat auch starke Grenzen. Wer den Strommarkt kennt, der weiß, dass wenn überhaupt Margen, teilweise gibt es ja Lock-Angebote, wo man weiß, dass Anbieter unterhalb der Kostenstruktur sogar nur Lock-Angebote machen, die auch dann bewusst nur zeitlich begrenzt sind. Die Margen sind so niedrig, es kann sich keiner leisten, dauerhaft Leuten Strom zu schenken. Ich kann sagen, dass mein privater Stromanbieter mir vor 4 Wochen eine Strompreiserhöhung um bescheidene 19% zugeschickt hat. Ich habe kurz angerufen, um den Irrtum aufzuklären, und man hat dann das Angebot noch mal kurz überarbeitet. Aber der Versuch, 19% anzuheben, der ist mal gemacht worden. Und die Begründung war, sie konnten die alten Strompreise so nicht mehr halten. Es steht immer in diesen Briefen drin, steigende Preise auf den Energiemärkten. Davon kann aber gar keine Rede sein. Das habe ich ja auch gefragt. Und natürlich, da gibt es teilweise Wasserköpfe, da gibt es strukturelle Parameter. Oder ist einfach der Grund, dass Lockangebote so attraktiv gemacht wurden und das ist egal, ob das konventionelle Stromanbieter auch Ökostromanbieter sind, die natürlich in diesem hart umkämpften Markt Kundschaft benötigen. Und das muss man wissen, wenn man sich auch diese Cloud-Produkte anguckt, was steckt dahinter? Langfristige Kundenbindung gekoppelt an solche Speichermodelle oder Photovoltaik-Vertriebsmodelle. Und das kritisieren wir so ein Stück weit, weil, wie gesagt, das Thema echte Unabhängigkeit da ein bisschen auf der Strecke bleibt. Wir haben gerade gehört, dass es die Cloud gar nicht gibt. Ist die eigentliche Leistung, und das Thema Cloud fasziniert viele Menschen, Strom woanders saisonal zu speichern, seinen Strom hochzuladen, ihn sich wieder zurückzuholen oder jemand zu schenken, zu geben woanders, das fasziniert sehr viele Menschen. Gibt es den Begriff Cloud in diesem Stromsektor nicht einfach nur deshalb, weil wir den Begriff Cloud woanders her kennen und der Begriff Cloud den Menschen irgendwas sagt? Und das Geniale ist sozusagen an diesem Marktmodell, dass es gelungen ist, diesen Begriff für etwas anderes zu adaptieren. Cloud sicherlich nochmal gekoppelt mit dem Begriff Flatrate. Also die beiden Begriffe in Kombination bewirken bei vielen Menschen. Ist der maximale Begriff, der heute wirklich aktuell im Kopf vorhanden ist. Ja, das bewirkt bei vielen Menschen schon etwas. Und ich sage ja, und diese Transparenz ist natürlich bewusst auch nur limitiert vorhanden bei diesen Modellen. Und da gibt es kritische Kunden, die das hinterfragen. Es gibt Verbände, aber auch Unternehmen, die dieses Thema auch sehr, sehr kritisch beleuchten und eine gewisse Transparenz in den Vordergrund stellen und sagen, was ist dir wichtig, Abhängigkeit oder Unabhängigkeit? Und wenn man in die Zukunft blickt, dann ist auch sogar eine gewisse Flexibilität notwendig. Denn wir glauben, in Zukunft wird sich an den auch selbst heute schon installierten Photovoltaiksystemen mit Batteriespeichern, wird sich hier und da was ändern. Die PV-Anlagengröße wird für viele nicht ausreichend sein. Man wird sich Gedanken machen, wo kann man noch Module installieren? An den Fassaden, an neu errichteten Carports. Die Batteriespeicherkapazitäten werden nicht ausreichen. Man wird da auch schauen, ist es erweiterungs-, ergänzungsfähig? Also es wird große Veränderungen und Anpassungen geben. Allein schon nur das Thema Elektromobilität, aber auch die Wärmewende wird dafür sorgen. Und da sind flexible Systeme und nicht
ich sag's mal, Gefangenheiten in irgendwelchen Verträgen die richtige Zukunft. Wir brauchen im Bereich des Stromkaufes deutlich mehr Flexibilität. Flexibilität ist ein gutes Stichwort. Das möchten wir noch behandeln. Brauchen wir nicht auch ganz unterschiedliche Tarife? Es gibt Beispiele, Gebäude, die produzieren eigene Photovoltaikanlage, mit eigener Photovoltaikanlage Strom, holen aus dem Batteriespeicher was, aus dem Stromnetz was. Da gibt es unterschiedliche Stromtarife. Strom von der Photovoltaikanlage für die Mieter ist billiger als aus dem Netz zum Beispiel. Brauchen wir nicht unterschiedliche Stromtarife? Die sind auch schon im Anmarsch, die soll es geben. Der Gesetzgeber hat das sogar schon festgelegt, dass ich meine, ab 2021 die Netzbetreiber verpflichtet sind, flächendeckend intelligente Stromzähler einzusetzen, wo das Thema Abrechnung, Fernabrechnung A ein Thema ist, aber B, was noch viel interessanter ist, flexible Stromtarife. Also unterschiedliche Stromtarife zu unterschiedlichen Zeiten. Aus meiner Sicht absolut notwendig, denn wir haben nun mal schlichtweg eine gewisse Volatilität und Schwankung im Energiesektor und das bringen auch die Erneuerbaren ein Stück weit mit und darauf müssen wir uns anpassen. Und diese Anpassung, diese flexiblen, modernen Stromzähler mit unterschiedlichen Tarifen zu unterschiedlichen Zeiten, werden auch das Problem, ich würde sogar behaupten, das Ende dieser Cloud- und Flatrate-Tarife sein, weil diese ja alles andere, aber nicht flexibel sind. Und wir brauchen die Möglichkeit, im Herbst, wenn sich im November nachts die Windräder drehen und der Strom so nicht in Mengen abgenommen wird, intelligente Zähler, die auch mit gleichzeitig intelligenten Energiemanagementsystemen dann automatisiert oder vorprogrammiert die Wärmepumpen anschmeißen oder beziehungsweise antreiben lassen, über Pufferspeicher hochgeheizt werden, das Elektroauto, das genau auf dieses Signal wartet, weil es dann günstiger Strom ist und das gleiche mit den Photovoltaikanlagen, an einem Sonntag, wenn die Industrie nicht arbeitet, wenn wir Überschusskapazitäten haben und natürlich auch durch die gesunkenen Börsenstrompreise, auch das wird immer wieder außer Acht gelassen. Wir reden dann über billigen, nahezu kostenlosen Strom, den wir da in Deutschland zur Verfügung haben, den wir in den letzten Jahren auch in großen Mengen ins Ausland geschoben haben. Den müssen wir hier nutzen. Wir brauchen diese Intelligenz. Deswegen hat die Energiewende auch relativ viel mit Digitalisierung zu tun. Und hier müssen wir die Technologien, die im Grunde auch schon da sind, es muss nur umgesetzt werden, müssen wir im Einklang bringen, um Erzeugung, Verbrauch mit den entsprechenden Netzen und Zählern in Einklang zu bringen. Und da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial, weil wir die Technologie dafür heute bei der Energietechnik, Hauskraftwerke, Photovoltaik mit den entsprechenden Software- und Energiemanagementsystemen schon haben. Was wir nicht haben, sind moderne, intelligente Zähler. Die Zähler, die wir momentan haben, sind mit Verlaub alle doof. Aber man kann ganz klar sagen, hier geht es wirklich um real fließenden physikalischen Strom, der geleitet wird und nicht um eine virtuelle Cloud. Und deswegen ist es ja nicht nur für den Verbraucher, für den Nutzer wahnsinnig interessant, sondern hier bekommen die Erneuerbaren auch einen echten Mehrwert für die Energiedienstleister, für die Netzbetreiber. Die haben ja schlichtweg oft Angst, und das wird nicht selten von dem Thema Blackout gesprochen oder auch Überkapazitäten. Wenn wir es schaffen, über diese entsprechende Intelligenz Erzeugung und Verbrauch miteinander zu kombinieren und zu koppeln, und dann reden wir auch im Großen und Ganzen von dezentraler Energie, und man darf bitte nicht unterschätzen, über welche Dimensionen und Größenordnungen wir mit ernsthaftem Eintritt der Elektromobilität reden oder genauso das Thema Energiewende im Bereich des Wärmesektors. Das sind schon große Kapazitäten und dann werden wir nur noch in meinen Augen in geringem Maße darüber reden müssen, dass wir Windstrom aus dem Norden bis zu Herrn Seehofer in schöne Bayern transportieren müssen. Das sehe ich dann so in dieser Dimension, wie es aktuell auch oft kritisiert wird, nicht mehr. Herr Konneck, wird das für die Bürger und Bürgerinnen nicht relativ komplex? Am Anfang hat man denen gesagt, macht Photovoltaik. Dann hat man erklärt, Photovoltaik mit einem Stromspeicher. Dann hat man gesagt, jetzt kommt die Wärme dazu, jetzt kommt die Elektromobilität. Jetzt reden wir von intelligenten Stromspeichern. Dann soll es irgendwo in der Cloud gespeichert werden. Das ist schon alles sehr komplex. Früher war es leichter, da kam der Strom aus der Steckdose. Früher hatten wir mit Sicherheit auch nicht diese Form der digitalen Energiewende. Die Menschen sind da schon sehr, sehr neugierig und belastungsfähig. So ist halt meine Wahrnehmung. Ich mache des Öfteren
Infoveranstaltungen und Vorträge genau zu diesem Thema. Und es ist eher die Neugier, die mir da entgegentritt, dass die Leute schon wissen wollen und auch ein Stück weit mit der Zeit gehen wollen. Nicht umsonst gibt es viele Fälle, egal welchen Alters, welcher Generation, die heutzutage wie selbstverständlich mit dem Smartphone hantieren und damit auch wunderbar umgehen können und auch nahezu vollumfänglich das auch nutzen. Nein, es ist schon einfach das Ziel, Unabhängigkeit mit innovativer Technologie zu kombinieren. Unsere Aufgabe ist es, halt nicht Probleme in den Vordergrund zu stellen, sondern Lösungen zu schaffen. Und das können wir machen. Dafür gibt es halt auch Experten. Dafür sind wir im Verband ja auch entsprechend organisiert, um diese Komplexität auch immer wieder zu Lösungen am Ende zusammenzuführen und sie auch als solche den Kunden, den Interessenten und wen auch immer, Branchenteilnehmern, aber auch Politikern so zu präsentieren, dass es jeder auch nachvollziehen kann und am Ende auch mit einer gewissen Komfortfunktion und auch einer gewissen Langlebigkeit, langlebigen Garantien, alles was dazugehört, mit Teil dieses Produktes und dieser Lösung ist. Ich versuche das einmal zusammenzufassen. Also man muss da einmal inhaltlich, thematisch für sich wahrscheinlich durch. Es geht um Eigenenergieerzeugung für Wärme, für Strom, für Mobilität. Es geht um eigene physikalische Unabhängigkeit und nicht um Virtualität wie einer Cloud. Ist das richtig zusammengefasst? Das haben Sie wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich hätte es nicht besser sagen können. Das war eine Sendung des VEIG, des Verbandes Energieerzeugender Gebäude. Vielen Dank fürs Zusehen.